Fröhliches Miau und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die in der Alpha 17.2 mit unserer Hammerhacke. Die haut hier weg hier wie Butter. Das geht hier wie durch Butter jetzt plötzlich. Das ist mal eine Investition, die sich lohnt, Leute. Also, als Tipp, wenn ihr Stahl könnt, macht euch Stahl. Klar, ist deutlich ausdauerschwendender, aber guckt doch mal hier an, wie das hier abgeht. Das geht ja hier wirklich durch wie Butter. Hier, weg, 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 weg. Und schon die nächste Bahn ist das. Das geht hier wirklich, du musst da noch nicht mal 10 Sekunden warten für. So, jetzt kannst du mal einen Happen essen kurz. So, und jetzt haust du mal ein bisschen wieder drauf rum, dass die Ausdauer wieder weggeht und dann kannst du wieder einen Schluck trinken. Ganz, das geht hier wirklich, du musst hier nicht mehr warten drauf. Du musst keine zwei Schläge machen, das geht hier alles zack, zack, zack. Das glaubst du gar nicht, wie schnell das hier runter, weg, runter, nicht weg, wie das, wie schnell hier der Stein sagt, der hatte Ahnung, der hat eine gute Hacke, da gehe ich schnell weg. Weil guck doch mal an, was das hier für eine Hacke ist. Das ist die beste Hacke, die es gibt. Und das ist ja hammergeil. Da muss ich wirklich diese Hacke loben. Da kann man nichts gegen sagen. Da muss ich die loben. Trink mal ein Schlückchen. So, liebe Leute, hauen wir weiter hier, ne? Hauen wir uns weiter ein durch. So. Muss da noch machen, ne? Da weiß ich noch, da muss ich noch mal hacken. Ihr guckt doch mal an, wie das hier vorwärts geht. Das geht hier ab durch Buddha. Tut mir leid, dass ich hier so gerade im Lobensreden bin, aber man muss ja auch mal was loben, wenn es gut ist. Klar, wenn jetzt noch nicht so viel Ausdauer verschwenden wäre, das wirklich die ganze Zeit durchhauen könnte, wäre das die geilste Hacke der Welt. Aber sonst wäre die ja zu OP. Dann bräuchte ich ja nicht mehr den Orga. Ne? Muss man ja auch so sehen. So, komm. 82 schon. Wunderschön. Komm, Baby. Komm, Baby. Komm, Baby. Hauen Sie. Ich muss eigentlich mehr Angst haben, dass ich gleich sterbe. Weil das hier so schnell geht. Boah, ist das geil. Boah, ist das geil. Boah, ist das geil. Weiter geht's hier mit der Hacke. So, weiter geht's hier. Schön schneller hier. Das ist ja hier die schnellste Hacke der Welt. Komm, Baby, schlag schneller zu. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das noch dauert. Weil die Sache ist ja auch so, je weiter wir nach innen kommen, desto schneller geht eine Bahn. Das ist ja so. Weil wir ja immer kleiner werden nach innen drin. So, dass auch dann deutlich schneller durchschlagen. Ne, weil man sieht ja, das ist nicht mehr so das meiste. Probieren wir mal das. Geht natürlich auch. Komm, ich will natürlich mal ein bisschen Abwechslung bieten, weil das ja eh schon eine sehr langweilige Arbeit ist. Möchte ich andere
Verfahren mal versuchen. Und schon wieder Hunger. Wie viel frisst er denn jetzt wieder? Wir gucken, wenn, was weiß ich, wenn der Hunger hat. So. Ich glaube, das reicht, ne? Oder? Wer weiß. Auf jeden Fall reicht das hier noch nicht. Da müssen wir noch mal ran hier mit der Hacke. Komm. Komm, Baby. Komm, Baby. Komm, Baby. Komm, Baby. Komm, Baby. Komm, Baby. Boah, das geht ja wirklich hier ab wie die Katz. Komm, noch mal. Boah. So, sieht das nicht gut aus? Ich habe schon hier so eine Loch drin, das sollte gehen. Machen wir mal so wieder, ne? Wie man jetzt buddelt, ist relativ egal. Ist eben so. Machen wir mal wieder so eine Bahn. Wir wollen ja nicht nur einseitig buddeln, ne? Wir wollen ja auch mal hier ein bisschen wieder rausschöpfen. Ne? Das soll, das stört ja sonst, wenn wir das nur einseitig wegschöpfen. Das ist ja dann wieder langweilig. Komm. Aber man muss sagen, wir haben gut geleistet heute. Wir haben gut gebuddelt. Heute viel geschafft vom Buddel. Von der Buddelei. Ist eben so. So, jetzt buddeln wir hier mal ein bisschen weg, ne? Muss hier auch mal wieder ein bisschen wegfallen. Wenn wir die Bahn fertig haben, machen wir erstmal wieder eine Trinkpause, liebe Leute. Da muss der hier mal wieder ein Schlückchen trinken, der liebe Freund. Ich glaube, am Tag 16 sind wir hier durch mit Buddelarbeiten, wenn wir hier so weitermachen. Oder machen wir jetzt nach der Bahn eine Skillpause, wer weiß.
Eine Trinkpause. War mir klar, dass er trinken muss bei der starken, körperlich anstrengenden Arbeit. Trinkt der erstmal einen weg. Wie viel kann man eigentlich maximal wegschlürfen? 130. Oh, Leute. Nein, doch. Doch, 130. Also du hast Durst. Also kannst du gern noch einen nehmen. Du kannst dir gern noch mal einen Happen reinhauen. Komm, hau rein. Lass es dir schmecken, mein Freund. Ne, lass es dir schmecken. Wir machen mal Licht, dann ist doch jetzt etwas duster hier unten. Ne? Hau rein, liebe Leute. Hau doch rein in der... Hau mal rein in die Tasten. Komm, Baby. Hau rein in den Stein. Zeig dem Stein, wo du... wie du bist. Seht ihr, riecht ihr das auch schon wieder? Ich riech das. Riecht ihr das auch? Es riecht nach... Es riecht nach was? Riecht es? Ich weiß nach was es riecht. Es riecht nach... Auto. Es riecht fast nach Auto gerade. Es riecht so kurz vor Auto. Geil, ich riech ein Auto. Noch ein Level und dann rieche ich ein Auto. Ich rieche das Auto schon. Oh, der Gestank aus dem Auto, das, was wir da rauspulvern. Oh, das rieche ich doch schon. Boah, geil. Ist auch anstrengend, muss man ja sagen. Hat sich natürlich, muss sich dann auch lohnen hier, was ich den Tag leiste. Ich leiste den ganzen Tag hier körperliche, schwere Arbeit. Aus. Hau mal weg. Müssen wir mal kurz hier wieder frei machen. Machen wir hier mal wieder ein bisschen, ne? Hier muss ja auch mal wieder gearbeitet werden. Es wird immer enger. Oder immer kleiner, genauer gesagt. Komm, Baby. Ich weiß, du bist erschöpft. Du willst jetzt auch wieder Feierabend haben. Ich weiß das. Keine Angst. Wir kriegen das hin. Ne? Wir kriegen das schon hin. Keine Panik. Auf der Titanic. Auch mal wieder buddeln. Komm, scheiß drauf. Hauen wir ja auch mal wieder ein bisschen Gefels raus. Müssen wir hier wieder die Sicherheit... Und müssen wir uns immer weiter nach vorne arbeiten. Vielleicht kommt auch irgendwann endlich mal das Loch. Oder bin ich viel zu tief für das Loch? Ich weiß das nicht. Soll ich mal durchbuddeln? Hier so mittendurch? Soll ich das mal machen? Soll ich? Was meint ihr? Soll ich mich einmal hier so mitten durch den Felsen buddeln? Was meint ihr? Oh, gleich haben wir das Auto. Gleich haben wir das Auto. Nicht mehr viele Schläge, dann haben wir das Auto. Noch eine Bahn vielleicht und dann haben wir das Auto. Jawohl. Und Wumms. Noch ordentlich zu buddeln, muss ich sagen. Ist noch ordentlich was zu tun hier. Und ab geht's, ihr liebe Leute. Ab geht's, die Post. Komm, hau weg. Den Dreck. Schatz schon wieder. K.O., das ist ja hier wirklich nicht mehr zum Aushalten. Was braucht der denn? Hat der schon wieder Durst? Was hattest du denn? Du hast Hunger. Klar, irgendwas muss ja sein. Sonst hätte der ja viel mehr Ausdauer.
Schaffen wir die 100 mit dem? Nee. Muss wohl noch ein Happen rein. Wir lassen den mal kurz regenerieren, ne? Wir wollen ja keine Blöden sein. Komm, fress mehr. Nehm dir doch mal was endlich. So. Sollte jetzt was, weiß ich. Reicht das? Ich hoffe. Das sieht doch schon wieder super aus. Komm. Das Auto ist da. Jetzt muss ich hier weiterhauen, Mensch. Ärgerlich, ne? Komm, Baby. Noch ein paar Schläge, dann hast es. Ist jetzt gefährlich, ne? Gut. Ich habe was entschieden, also. Komm, hüpf. Okay, dann eben nicht. So, Licht aus. Wir müssen jetzt was machen. Was Riskantes in der Nacht. Wir nehmen die zum ersten Mal die Basis wirklich in Betrieb. Aus Sicherheitsgründen muss die Basis jetzt geschlossen werden, weil stellt euch mal vor. So, die Basis ist gesichert. Basis ist gesichert. Habe verstanden. Leite Buddelung ein. Ist jetzt hier dunkel drin. Ist jetzt ein bisschen sehr dunkel gerade. Hier drin, ne? Muss ich erstmal weiterarbeiten hier wieder in meinem Steinbruch. Komm, hau weg hier den Dreck. Frage ist natürlich, wo ist weniger jetzt schon? Ich muss jetzt kurz in die Basis hochbuddeln. Weil sonst haben wir gleich noch das Problem, dass uns die Basis über uns einstürzt. Und das will ich nicht. Das heißt, ich muss die Säulen nach hier unten ziehen. Ja? Ist das verständlich? Ich hoffe. So. Frage ist, wo ist unsere Basis? Ich habe die Befürchtung, dass sie da irgendwo ist. So, schlagen wir uns mal kurz hier rein. Ich würde jetzt sagen, machen wir jetzt hier mal das Loch rein. So, und müssen wir erstmal hier die Säulen wieder reinziehen, ne? Unsere Stützen, sonst bricht das hier noch alles ein, das wäre ja gefährlich. Ne? Wenn das hier einbrechen würde, wäre das tödlich für mich. Das sieht aus wie Holz. Wusste ich doch.
So müssen wir hier durchschlagen. Guck mal, wo. So. So, das sollte jetzt stabil stehen, ne? Klopp mir mal kurz die Wand weg, ne? Dann sehe ich es besser. Es sitzt. Es sitzt. Wir haben es sitzend bekommen. Huch. Hups. Was mache ich denn jetzt? Ich hab's, glaube ich. So, die Stahlgerüste stellen wir einfach irgendwo hin. Obwohl, das bricht ja alles ein. Das ist problematisch. Wie mache ich das? Ich brauche eine Kiste. Irgendwo. Ich brauche irgendwo eine schöne Kiste. Ich brauche hier eine Kiste an einer Säule. Habe ich hier eine Kiste? Kann ich? Habe ich Holz? Ja. Rezepte. Truhe. Darf ich meine Danke? So, jetzt muss jetzt erstmal hier geleert werden. Ich habe viel zu viel von allen. Viel zu viel von allem. So, meine Woodframes wieder. So. Viel zu viel von allem, ne? So, wie sieht das aus? Ja, sollte wieder für ein paar Buddelreihen reichen. Hoffe ich zumindest. So. Weiter hier unten in meiner Buddelaktion. Buddelfreuden. Wir buddeln hier natürlich freudig weiter. Fröhlich. Freudig gibt's nicht. Fröhlich buddeln wir weiter. Buddel, 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 bu, buddel, 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 bu. Komm, jetzt hau doch. Wir wollen hier fertig werden. Mein Ziel zumindest irgendwann. Am liebsten sogar noch vor Tag 16. Wäre schön, aber das ist unrealistisch. Ich weiß. Wie viel Reihen sind das eigentlich noch? Ist nicht mehr so viel, muss man sagen. Ist nicht mehr so viel. Ich weiß, dass ich jetzt ein Auto bauen könnte, wenn ich skille. Das weiß ich. Müsste nicht hier mich erinnern, das weiß ich ganz klar, weil ich unbedingt dieses Auto haben möchte. Ich bin nämlich lieber Autofahrer. Komm, hauen wir hier noch einmal durch. Soll es sich gegessen haben. Hallo, was machst du jetzt hier, mein Freund? Du musst weichen für die Zukunft. Boah, wenn ich das so runterhauen könnte, wäre geil.
Wir löchern mal ein bisschen. Da ist mal ein bisschen was anderes hier so durchzulöchern. So, wann sind wir durch? Dauert noch extrem lange. So, jetzt ist man kurz zu den Skill Points. Ich muss nämlich bei der beim Intellekt, ich sag trotzdem Intelligenz, Intellekt. Wir können das Auto, 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 Auto. Entschuldigung. Nailgun, ja. Entschuldigung. Soll ich noch mal Packmul skillen? Ja, komm, es ist sinnvoll, Packmul zu skillen, ne? Ah, jetzt, das war ein Fehler, Packmul zu skillen. Ja, ist mir egal. Also weiter im Text. Hau schön fleißig drauf. Wir wollen ja hier. Was ist? Mir ist kalt. Nö, 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 nö. Pff. Mir ist kalt. Kann ich mir warme Kleidung machen? Kleidung. Mich wärmt vor allem. Hemd, jetzt brauche ich Pflanzenfasern. Ist da vielleicht Pflanzenfasern noch oben? Weil es gerade arschkalt. Sind hier Pflanzenfasern? Ich weiß das ja nicht. Schade. Hab ich hier nix gelassen. Nix, wenn's kalt wird. Ah, super. Wirklich super, super, super. Komm. Deckel zu. Ich gehe dann mal kurz ins Nachbarhaus, mal gucken, ob da was Anziehbares gibt. Weil es mir ist gerade arschkalt. Knarre raus. Renn! 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 Spring! Warum ist er nicht gerannt? Warum? Und jetzt muss ich wieder. Warum setze ich nicht das Bett da einfach?
Ich könnte mich hassen, deswegen. Ich könnte mich hassen. So. Also zurück zum Thema. Ich nehme jetzt sowas hier mit. So, wo ist mein Bike? Bike. Da. Ach, Leute. Leute. Hopp. Hopp. Abfahrt. Komm, Baby, tritt auf die Pedale, tritt in die Pedale. Ich habe gerade so einen Hals. Ich habe gerade wieder so einen Hals. Ich bin gerade wieder angepisst. Wegen meiner Unfähigkeit. Was mir aufgefallen ist, das sind Ferale. Warum sind das Ferale? Man muss mir aber auch sagen, dazu muss ich auch noch leider sagen, ich bin jetzt nicht so der Seven Days to Die Experte. Das heißt, ich bin das ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich so eine Alpha sehr intensiv spiele. Oder nicht sehr so intensiv. Normalerweise spiele ich die gar nicht so richtig. Ich habe das Spiel, ich habe auch mal in der Alpha 16 ein bisschen gespielt, aber sonst habe ich noch nie richtig hier gespielt. Aber die Frage. Ich könnte ja jetzt ganz gemein sein. Soll ich wieder ganz gemein sein? Ja, komm, sind wir wieder ganz gemein. Die Sache, ob wir unser Loot wieder bekommen, seht ihr in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Miau!